Herr Professor, Sie sind wahrscheinlich der einzige Universitätsprofessor, der mit einem Skateboard zur Arbeit kommt. Naja, wieso denn das? Wie kommst du naja, dazu? Naja, so eine pure Leidenschaft, muss ich schon sagen. Ich bewege mich gern und ich mache das wirklich, seitdem das Skateboard irgendwie einmal in Österreich gelandet ist. Und das ist schon relativ lang her. Aber ich gebe zu, die ganzen üblichen Alltagswege mache ich mit dem Rad oder zu Fuß. Aber hauptsächlich mit dem Rad. Aus einem Grund, weil im innerstädtischen Bereich ist Radfahren zu Fuß oder Öffis schlichtweg effizienter. Ich bin einfach schneller. Und was beim Radfahren natürlich dazukommt, man hat sein Bewegungspensum pro Tag relativ schnell. Aber ein anderer Grund, wieso Radfahren oder auch mit dem Skateboard von mir aus gar nicht so schlecht ist, ist natürlich unser heutiges Thema Feinstaub. Das ist korrekt. Wenn Sie mal kurz da in die Lade reinschauen, hier ins Handschuhfach, da habe ich was für Sie versteckt. Ja, interessant. Ja, das ist eine Streichholzschachtel. Das ist eine Streichholzschachtel, ist korrekt, mit sehr vielen Streichhölzern, wie ich gerade sehe. Ja, und zwar eine von Quantensprung, haben Sie gesehen, wie liebevoll wir das gemacht haben. Nein, aber wieso ist eine Streichholzschachtel ein gutes Symbol für Feinstaub? Wo gibt es da den Connex? Nein, der Connex ist der, dass, wenn man das einmal anzündet, probieren wir es einmal. Wow. Sieht man gleich, dass Verbrennungsprozesse bestimmte Partikel produzieren. Sie werden so erzeugt. Und wenn man sich jetzt Feinstaub anschaut, ist sicherlich Feinstaub ist nicht Feinstaub. Es gibt größere Brocken, es gibt ganz, ganz feine und es gibt ultrafeine. Und solche ultrafeinen, die besonders problematisch sind, weil sie eben sehr tief einatmbar sind, die gehen wirklich bis in die Lungenbläschen, die machen uns halt besonders zu schaffen.